Hi Shamir. Hallo. Wie spricht man eigentlich deinen Nachnamen aus? Mein Nachname Djaubatyrov. Das klingt ganz schön fremd. Wo kommst du denn her? Ich komme aus Russland. Ich bin in Russland geboren und mit 4 Jahren sind meine Eltern nach Deutschland gekommen und seitdem lebe ich hier. Kannst du auch Russisch sprechen? Ja, natürlich. Kannst du was auf Russisch sagen? Привет, меня зовут Шамиль. Das heißt, dein Name ist Shamir? Hallo, ich heiße Shamir. Okay. Ich glaube, wir können den Rest des Interviews auf Deutsch reden, weil sonst komme ich nicht mehr mit. Alles klar. Das wievielte Mal bist du hier schon in Berlin? Puh, ich habe schon in der U18 hier gekämpft. Ich glaube so circa 5 Mal. Ja. Dabei schon mal eine Medaille rausgekommen? Ja, letztes Jahr lief es ganz gut. Da konnte ich die Bronzemedaille ergattern. Ja, das war es dann aber auch. Und dieses Jahr? Dieses Jahr lief es nicht so gut. Ich komme aus einer Verletzung. Ich wurde an der Schulter operiert in diesem Jahr und bin erst wieder reingekommen und lief leider nicht so toll. Also wird es dieses Jahr nichts mit der Nominierung? Ich denke nicht, weil ich keine Medaille in diesem Jahr ergattern konnte. Ich glaube nicht, nee. Motiviert dich das umso mehr für das nächste Jahr? Ja, das motiviert mich schon, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich bin gar nicht sauer auf mich, weil, wie gesagt, ich komme aus einer Verletzung und ich habe mir gesagt, kämpf einfach, wenn es klappt, klappt es, wenn nicht, dann halt nicht. Bist du eher locker oder angespannt? In welchem Sinne? Wann locker und wann angespannt? Generell. Ich bin, denke ich, ein lockerer Typ. Ruhig oder offen? Offen. Worauf äußert sich das? Woran äußert sich das? Dass ich lustig bin, gern mit Menschen rede, viele Freunde habe vielleicht. Ach, du bist lustig. Willst du mir mal einen Witz erzählen? Ein Witz? Jetzt ganz spontan. Ich mache das eher spontan. Nee, Quatsch, das war jetzt blöd. Nee, ich habe gerade keinen Witz auf Lager, sorry. Megan Fox oder Keira Knightley? Megan Fox. Sommer oder Winter? Ich mag Sommer. Schokolade oder Gummibärchen? Das ist eine schwierige Frage. Ich mag beides, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich, denke, Gummibärchen nehmen. Musst du beim Gewichtmachen drauf verzichten oder hast du es nicht nötig? Manchmal muss ich drauf verzichten, aber ich versuche das so zu gestalten, dass ich am Ende trotzdem noch ein bisschen Süßigkeiten essen kann. Wie viele Kilos müssen im Schnitt runter? Gar nicht so viel, im Schnitt 2 bis 3 Kilo. Wie lange brauchst du dafür? Nicht so lange, 2 bis 3 Tage eigentlich. Das ist eigentlich schon viel für 2 bis 3 Kilo, aber das geht relativ schnell. Und was isst du dann als erstes, wenn du das Gewicht hast? Ich trinke auf jeden Fall erstmal was, so ein isotonisches Getränk. Das schmeckt mir mal gut nach der Waage und ein Müsli-Riegel. Nur ein Müsli-Riegel? Ja, danach gibt es ja noch das Abendessen. Ach so, du hebst ja also deinen Magen auf. Was gibt's dann? Nudeln? Genau. Gestern haben wir zum Beispiel Nudeln gegessen mit Hähnchenstückchen und einer Champignonsauce. Kochst du gerne auch selbst? Ich muss ehrlich zugeben, ungerne, weil ich nicht der beste Koch bin, aber ich kann schon ganz leckere Nudeln machen. Was ist immer in deinem Kühlschrank zu finden? Ich muss ehrlich sagen, da kann man nicht viel finden, weil ich von Tag zu Tag lebe. Ich kaufe immer für einen Tag ein, dann esse ich das und dann kaufe ich am nächsten Tag wieder ein, außer am Wochenende, weil sonntags haben ja die Läden geschlossen, kaufe ich mir dann Fertiggerichte. Wenn du dir eine Superkraft aussuchen könntest, welche würdest du nehmen? Ich wäre gerne unsichtbar. Warum das? Einfach, damit ich bei bestimmten Orten sein könnte, wo man normalerweise nicht sein kann und die bemerken mich dann halt nicht. Das klingt verboten. Hast du denn schon mal was gemacht, was verboten ist? Ich denke, jeder hat schon mal was gemacht, was verboten ist. Na klar, hat jeder mal gemacht, so als kleines Kind mal ein Bonbon irgendwo mitgenommen oder so. Ich denke, das hat jeder schon mal gemacht. Willst du mir was Genaueres drüber erzählen? Nein. Okay. Wenn du dich jetzt irgendwo beamen könntest, wo wäre das dann? Oh, ich wäre jetzt gerne irgendwo, wo es super warm ist. Am Wasser, Mallorca oder irgendwie sowas.
Schon mal am Strand Judo gemacht? Ja, jein. Weiß ich gar nicht mehr. Ich war schon öfters in Spanien, auch wegen Judo. Und da haben wir, denke ich, auch Judo am Strand gemacht. Gegen welchen Top-Judoka der Welt würdest du gerne mal kämpfen? Ich würde mal gerne gegen den Japaner Shohei Ono kämpfen. Wieso genau der? Weil ich finde, der macht super Judo, ist auch Olympiasieger geworden im letzten Jahr und einfach mal, um zu sehen, wie stark er ist. Hast du neben dem Judo noch sonstige Interessen oder bleibt wenig Zeit? Es bleibt ehrlich gesagt wenig Zeit, weil ich, da ich morgens und abends trainiere und mittags schlafe ich immer ganz gerne. Okay, also viele Freunde hast du auch nicht? Doch, ich habe viele Freunde, sind halt die meisten vom Judo, also die man aus der Judo-Halle kennt, mit denen mache ich auch privat ganz viel. Jetzt Freunde, die nicht vom Judo sind, habe ich auch einige, aber da ist halt immer ganz schwierig, weil ich halt Training habe und dann muss ich das immer ausgleichen, irgendwie, dass ich mich mit denen treffen kann und auch meinem Sport nachkomme. Würdest du das Judo als sehr familiäre Sportart bezeichnen? Ja, würde ich. Wie gesagt, da ich auch sehr viele enge Freunde beim Judo habe, wir verstehen uns alle super und wir sehen uns halt, wie gesagt, jeden Tag. Ich sehe die Jungs öfter als meine Eltern und wir wachsen irgendwo auch zusammen und wir haben uns auch, glaube ich, schon ins Herz geschlossen, alle. Was ist der beste Moment, der dir jemals im Judo passiert ist? Der beste Moment, das war letztes Jahr hier, da wo habe ich die Bronzemedaille gewonnen. Und ich habe mich einfach sehr doll gefreut, weil es am Anfang des Jahres nicht so toll lief für mich, weil ich auch verletzt war und viele Europacups dann gekämpft habe. Und wo es nicht so gut lief und dann so eine Bronzemedaille in Berlin, vor allem hier in Berlin zu gewinnen, hat mich schon sehr glücklich gemacht. Gab es denn auch mal einen niederschmetternden Moment in deiner noch jungen Karriere? Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, die erste Verletzung war halt schon schwierig, weil ich nicht mehr das machen konnte, was ich wirklich liebe. Und dann einfach ein Jahr später nochmal genau dasselbe auf der anderen Seite zu haben, ist, denke ich, nicht so toll. Was ist wichtiger für dich, Judo oder Familie? Ich würde schon sagen Familie. Meine Eltern sind mir sehr wichtig. Ja, Familie. Würdest du auf was Bestimmtes verzichten, nur um im Judo ganz weit zu kommen? Auf Freizeit. Ich würde einen Teil meiner Freizeit aufopfern, mache ich ja auch schon, um ganz weit vorne zu landen. Und wie weit würdest du da gehen? Was würdest du noch opfern? Ich würde auf gar keinen Fall meine Familie oder bestimmte Freunde opfern, wenn es drauf ankäme, weil ich denke, es gibt schon einige Sachen, die wichtiger sind als Judo im Leben. Judo spielt dennoch eine große Rolle für dich. Was sagst du denn zu dem Statement, Judo macht stark? Das stimmt. Judo macht wirklich stark, nicht nur körperlich, auch stärkt den Geist. Ja, das Statement stimmt allerdings. Welche Rolle spielen die Judo-Werte für dich? Schon eine sehr wichtige Rolle, weil man sollte Respekt haben, egal gegen wen man kämpft, auch im Judo-Training. Vor allem Respekt haben und ja, das spielt schon eine große Rolle. Respekt ist es gibt ja nicht nur Respekt, aber im Großen und Ganzen spielt das schon eine sehr große Rolle. Okay, Shamir, danke für das Interview. Bitte sehr.